Jacqueline Ronacher zwischen zwei Terminen. An manchen Tagen fährt die Marketingmitarbeiterin kreuz und quer durch den Pinzgau mit ihrem E-Auto. Und das braucht manchmal auch zwischendurch frische Energie. Wenn man schnell das Auto wieder aufladen muss, kann man da 10, 15 Minuten einplanen und dann bleibt man kurz da stehen. Tatsächlich in 10 bis 15 Minuten fährt man hier mit einem vollen Akku wieder ab, je nachdem wie leer die Batterie vor dem Laden war. Eine Neuheit im ganzen Pinzgau, hier an der Tankstelle bei BMW Kaufmann in Kaprun. Da kündigt sich heute übrigens ein wichtiger Besuch an. Hans-Peter Buchecker, E-Mobilitätsexperte der Salzburg AG. Der E-Auto-Fan hat die Schnellladestation mitgeplant, testet sie heute und freut sich auch persönlich über die neue Lademöglichkeit. Ich fahre mittlerweile seit 7 Jahren nur elektrisch. Bin in Stadt und Land Salzburg unterwegs und da ist natürlich immer super, wenn man gerade Innengebirg, sprich in Pinzgau, also eine Schnellladestation hat, weil ich will am Abend dann auch wieder heimkommen. Und somit ist das auch für mich vom Vorteil, wenn ich da schnell laden kann und auch wieder zeitig daheim bin. Der letzte Feinschliff. Hinweistafeln werden noch montiert. Die Station ist gerade erst in Betrieb genommen worden. Dieser High-Power-Charger, wie man die Ladestation auch nennt, ist wie ein Erstversuch. Eine in ihrer Art erstmalige Kooperation zwischen der Salzburg AG und Markus Kaufmann, dem Chef hier. Im April 2019 meldet er sich bei der Salzburg AG mit dem Anliegen, ich möchte eine Schnellladestation an meiner Tankstelle. Ja, so einfach geht das, scheint's. Die Planungsphase jedenfalls war schnell erledigt. Die Kooperation schaut so aus, dass der Herr Kaufmann die ganze bauseitige Abwicklung gemacht hat. Also das heißt, er hat die Ladestation errichtet, er hat auch die Ladestation gekauft. Die Salzburg AG macht im Hintergrund die Abwicklung. Also das heißt, wir den Betrieb führen auf der Ladestation, wir machen den Service und die Wartung und machen auch die Endabrechnung, sprich die Abrechnung mit dem E-Autofahrer. Das Besondere ist einfach, dass man was ermöglichen kann, was normal für einen Einzelnen fast unfinanzierbar ist. Aber wenn man nicht jetzt den Schritt setzt, dann wird man in weiterer Zukunft ganz schwer nur an so eine Ladestation kommen, weil es einfach erst im Aufbau ist und auf einmal wird es explodieren. Und dabei sind sich die beiden Marktkenner einig. Viele Autohersteller kündigen für die kommenden Jahre neue Modelle an. Die E-ID wird durch die Decke gehen. Die Nachhaltigkeit ist einfach ganz wichtig und ich bin einfach der Meinung, wenn wir nicht anfangen, uns Sachen zu überlegen in unserer industrialisierten Gesellschaft, Umfeld, dann kann man es auch von niemand anderen erwarten. Jetzt ein kurzer Ausflug. Markus Kaufmann muss schnell weg und wir begleiten ihn. Eine ältere Dame wartet darauf, abgeholt und zum Schwimmen gebracht zu werden. Und Hobbytaxler Markus düst dafür mit seinem E-Senioren-Taxi durch Kaprun. Das Projekt Mobil 60 Plus läuft seit Februar 2019 und macht Menschen über 60 den Alltag leichter. Ich bin 83 Jahre alt. Ich bin 7 Mal im Krankenhaus gewesen, habe Brüche gehabt, habe alles wieder geschafft. Ich gehe wieder turnen, ich gehe wieder schwimmen, ich tue jeden Tag was. Der Markus bringt mich immer hin und holt mich wieder ab. Mit 10 Euro im Jahr ist man Mitglied. Eine Strecke mit dem E-Taxi kostet dann 1 Euro. Und für Markus Kaufmann gibt's da manchmal sogar ein Küsschen. Die Senioren werden im Ortsgebiet Kaprun chauffiert oder auch zum nächstgelegenen Bahnhof gebracht. Mit null Luftverschmutzung. Schau, wie es heute schön ist. Ja, mein Gott, heute war es schön jung, gell? Ja. Markus Kaufmann fährt freiwillig mit seinem Auto und hat für das Projekt auch einiges vorfinanziert. Es gibt aber auch schon Sponsoren und langsam steht das Projekt auch finanziell ganz gut auf den Beinen. Ja, ja. Nein, da unten ist so gesperrt wegen. Ja, wegen du musst aber aus dem fahren, gell? Ja.
Weil sonst hört das nicht so weit zu mir ab. Das macht aber nichts. Okay. Dann bist du ja schnell wie der Blitz. Also für mich ist das Ganze eine Herzensangelegenheit, dass man eben an die Einwohner in Kaprun was zurückgeben kann. Und das ist einfach schön, die Mobilität zu erhöhen. Auch das Soziale, also wir liefern auch Damen zum Kartenspielen ins betreute Wohnen oder zum Schrebergarten. Und die Gemeinschaft, sage ich, die sollte nicht aufhören, wo man in Pension geht, sondern die soll einfach weiter erhalten sein. Und bitte, als Taxler in einem Ort entgeht Herrn Kaufmann keine Neuigkeit. Das auch. Die Frage ist, ob die Sachen jetzt so wichtig sind für mein tägliches Leben, aber ich weiß zumindest viel. Wieder zurück an der Tankstelle tut sich an der Schnellladestation so einiges. Gut, dass sich die Bedienung fast von selbst erklärt. Das geht relativ einfach und ich bin öfter da unterwegs und werde öfter zuschauen und das Laden ausnutzen. Wenn ein Auto lädt, liegt die Maximalleistung bei 150 Kilowatt. Hängen zwei Autos gleichzeitig am Charger, kommen auf jedes davon 75 kW. Schnell wird der Akku übrigens nur bis zu 80% geladen. Dann geht's langsamer. Das schont die Batterie. Die Aussagen aller, die zum Laden ihres Wagens kommen, klingen irgendwie ähnlich. Ich bin ja beruflich viel unterwegs und im ganzen Pinzgau. Und soweit ich weiß, ist das jetzt die erste Schnellladestation da. Und es ist natürlich super effizient. Man kann schnell laden und gleich wieder weiterfahren zum nächsten Termin. Und also bin ich ganz froh, dass es jetzt die Schnellladestation bei uns da gibt. Scheint wirklich gebraucht zu werden hier in Kaprun, dieser High-Power-Charger. Ideengeber waren vor allem aber auch immer mehr Touristen, die nach einer Möglichkeit, schnell zu laden, gefragt haben. Der Standort hier an Kaufmanns Tankstelle scheint also perfekt und der Ort Kaprun generell. Ob sich diese neue Kooperation aber wirklich bewährt, wird man erst nach einiger Zeit wissen. Wir schauen uns das jetzt über einen längeren Zeitraum an, also sagen wir über ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie da die Frequenz auf dieser Ladestation ist. Dann ist natürlich auch seitens von der Salzburg AG mit mehreren Partnern diese Kooperation auch umzusetzen. Klingt ja vielversprechend. Technisch sollte es übrigens keine Zwischenfälle geben. Die Ladestation, sage ich jetzt mal, wird immer fernüberwacht. Also wir können 24 Stunden und 7 Tage die Woche die Ladestation überwachen. Und unter anderem muss auch von der technischen Seite her die Ladestation 1 bis 2 Mal im Jahr gewartet werden. Hier in Kaprun und Umgebung haben es viele E-Autofahrer jetzt jedenfalls mal leichter im Verkehrsalltag. Die neue Schnellladestation ist jetzt offiziell eingeweiht. Abgesegnet und freigegeben, sage ich jetzt mal. Und jetzt können wir mit der Ladestation, sprich das Laden, starten.